Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute My One and Only von Helena Hunting mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar bei der Blogger-Jury lesen und hatte so meine Probleme damit. Süßen, ich habe euch heute My One and Only von Helena Hunting mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen, im Rahmen der Blogger-Jury. Ich finde das Cover richtig hübsch. Es ist zurückhaltend, aber durch diese, ja, Goldeffekte sieht es richtig hübsch aus. Aber man kann diese Effekte nicht spüren. Nur den Titel ganz leicht. Seht ihr das? Das ist der Rücken. Und der Klappentext. Vorneweg muss ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dem Buch geht es unter anderem um Angststörungen, Panikattacken und Trauma. Schon immer wird Lavendas Leben von Angstmonstern bestimmt. Doch nach dem, was ihr in ihrer Kindheit passiert ist, wird alles noch viel schlimmer. Lange Zeit war Kodiak ihr sicherer Hafen, ihre Rettung im Sturm der Angst. Und sie konnte ihm genauso beistehen. Doch dann verschwand er aus ihrem Leben und jetzt scheint er sie nur noch zu hassen. Er quält Lavender, demütigt sie und bringt sie immer, immer wieder an ihre Grenzen und bricht ihr Herz. Lavender ahnt nicht, was in Kodiak wirklich vorgeht. Ich hatte von Anfang an große Probleme mit Kodiak. Ich habe ihn echt gehasst, dafür, wie er Lavender behandelt hat. Sie ist mir direkt ans Herz gewachsen und mir war Kodiaks Verhalten einfach zu krass. Er ist echt unglaublich gemein und verletzend und jedes Mal, wenn er ihr wehtut, habe ich ihn noch mehr gehasst. Natürlich steckt da mehr dahinter, das ist klar. Durch Rückblenden erfährt man immer mehr und irgendwann dann auch von Kodiak selbst. Das Problem? Ich fand sein Verhalten trotzdem total überzogen. Es hätte andere Wege gegeben. Die Erklärung dafür, warum es die für ihn nicht gab und gibt, war für mich dürftig. Er ist mir einfach zu weit gegangen und das zu oft. Lavender hat es echt nicht leicht. Ihr Leben ist von Ängsten geprägt und ein ständiger Kampf. Entweder man kann das nachvollziehen und sich darauf einlassen, oder man empfindet Lavender als übertrieben. Ich konnte mich sehr gut in sie hineinfühlen und sie tat mir so oft unglaublich leid. Nicht nur, weil ihr so viel passiert ist und das Leben bis heute schwer für sie ist, sondern auch, weil sie so unter Kodiak leidet. Von ihren Brüdern hätte ich eigentlich mehr erwartet. Sie sind es gewohnt, sich um ihre Schwester zu kümmern, tun es aber, seit sie bei ihnen wohnt, eigentlich gar nicht mehr, bis auf ihren Zwilling. Der benimmt sich dafür eher wie ein Wachhund. Was da dahinter steckt, konnte man sich denken, aber er tat einem auch sehr leid. Ich hatte von Anfang an Probleme mit dem Buch oder vielmehr mit Kodiak. Er ist mir persönlich zu lang, zu oft, zu weit gegangen. Ich fand sein Verhalten wirklich furchtbar. Er hat Lavender so oft verletzt und gedemütigt und ich wollte ihn echt im Pool ertränken. Natürlich erfährt man irgendwann, was dahinter steckt, aber mir war die Erklärung zu dürftig. Es hätte andere Wege gegeben. Der letzte Teil des Buches gefiel mir allerdings deutlich besser, wirklich um Längen besser, weswegen das Buch für mich letztlich im Mittelfeld gelandet ist. Von mir bekommt es 3 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!